Hi, ich bin Leni und ich spiele heute zum ersten Mal das neue FC24. Und ich bin dabei ihr persönlicher Trainer und werde Leni heute durch 4 knifflige Challenge lotsen, die es für sie zu meistern gilt. Ich bin ready. Was ist meine erste Aufgabe? Deine erste Aufgabe wird es sein, zum Aufwärmen erstmal 10 Tore in der Trainingsarena zu schießen. Du hast dafür Erling Haaland zur Verfügung, einen der besten Stürmer der Welt. Erste Chance! Oh mein Gott. Und den baust du direkt mal in den Winkel. Der war schön. 1 von 1 bisher für dich. Und der zweite muss auch sitzen. Der zweite sitzt. Junge, du bist eine absolute Maschine. 2 von 2 Treffern für Leni. Der Haaland-Express rollt. Und auch der dritte. 3 von 3! Gibt's ja nicht. Es geht Schlag auf Schlag. Es geht weiter. 4. Schuss, 4. Treffer. Und Freunde, die Trainingsschwierigkeit ist auf Profi eingestellt. Wisst ihr was? Leni macht das bisher so gut. Wir gehen direkt auf Legende. Was? Echt jetzt? Ja, na klar. Das hier soll ja heute für dich eine richtige Challenge werden. Und die erste Challenge ist noch am einfachsten. Die Challenges werden im Laufe des Videos immer schwieriger. Weiter geht's. Und ich mach. Du machst jetzt erstmal den 5. 5 von 5. Easy. Und Nummer 6 von 6 ist auch drin. 7 von 7. Wieder Treffer. Und auch Schuss 8, 9 und 10 habe ich problemlos verwertet. Und die erste knifflige Challenge, somit absolut perfekt, gelöst. Wir springen somit weiter zur zweiten Schwierigkeitsstufe. Und für die nächste Challenge muss sich Leni gegen den Computer in einem direkten Duell beweisen. Ja, nice. Ich nehme einfach direkt Manchester City. Na, Moment. Was? Was ihr, Freunde, und Leni noch nicht wisst, sie darf sich kein Team auswählen. Nee, ihr Team und das Team des Gegners wird vom Zufall bestimmt. Du darfst jetzt Viereck drücken und dann kommt eine zufällige Mannschaft. Drück Viereck, boom, und die erste Mannschaft kommt aus Schweden. Aber du hast noch 2 weitere Versuche. Solltest du dich aber für eine Mannschaft entscheiden, darfst du keinen weiteren Versuch verwenden. Schweden nehme ich nicht. Okay, 2. Versuch, Saarbrücken aus der 3. deutschen Liga, das ist sogar noch schlechter. Nimmst du noch einen Versuch oder bleibst du bei Saarbrücken? Ich bleib bei Saarbrücken. Spaß. War aber nicht lustig. Letzter Versuch. Twente Enschede, 3,5 Sterne. Es geht in die Niederlande. Ist okay. Und das gegnerische Team bestimme jetzt ich. Erstes Mal Shamrock Rovers. 1,5 Sterne, Leni. Sollen wir das nehmen direkt? Mhm. Na komm, ich vertraue dir. Du hast eine Challenge verdient. Auxerre, 2,5 Sterne als 2. Pick. Was soll ich machst das du? Nehmen? Ich mach nochmal. Bam! Und es ist. Okay. Univ Craiova aus Rumänien, 2,5 Sterne-Team. Das solltest du keine Probleme da hab haben. Da habe ich eine Chance. Freunde, das ist mein Carlo mit Van Wolfswinkel. Hau ich jetzt einen in den Winkel. Schlechtere Wortwitze als ich. Gibt's gar nicht. So, und Anstoß. Los geht's, die wilde Fahrt. Kann Leni auch die zweite Challenge meistern? Vorne musst du nur Van Wolfswinkel finden. Der Pa. Und der erste Abschluss. Ist ein bisschen lost. Ja, ich weiß doch. Oh, Schuss! Nee, wieder knapp drüber, aber schon knapp. Bomm, und was ein Huf, der hier übers Tor fliegt. Und die Schwierigkeit ist übrigens Halbprofi, Freunde. Also, das ist schon gar nicht so leicht für einen FIFA-Anfänger wie Leni. Sieht man auch. Oi, Van Wolfswinkel? Hä? Was sagt der Schiedsrichter? Rote Karte. Oh mein Gott! Ja, du hast den Ball nicht in den Winkel gehaut, sondern du hast deinen Fuß in den Gegner gehauen. Oh, Defensive. Nee. Oh, okay, aber der Schuss ist halt... Una Stau. Oh, Stau. Bremer. Ist ein deutscher Junge. Hat man bei Schalke gespielt. Das muss man erstmal realisieren. So, komm. Flap. Flap. Flap nach vorne. Flap, 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 flap. Flap, 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 flap. Oh. Liebes Beauty Palace wäre nicht stolz auf den Schuss. Ja, man darf übrigens auch abspielen. Ja, gutes Passspiel. Cholo. Auf. Wer ist das? Oh mein Gott, schieß rein, schieß rein. Flap, flap, flap. 1:0. In Unterzahl geht Leni in Führung. Es sieht gut aus. Das ist mein Torjubel. Ah ja, ich sehe schon wieder bei dem Torjubel so. Bap, dap, da, 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 da. Nee, 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 komm. Ja, Schluss. Sorry, Leg. Auf Stein. Und der schießt schon wieder. Oh, 2. gute Chance. Eckball. Guck, siehst du sogar erklärt. Lest du dir wahrscheinlich nicht durch. Das habe ich auch nötig. Doch, doch. Ich drücke einfach mal X. Ja. Wäre ja, besser, wenn du das durchgelesen oh hättest. Aber. Was soll ich denn noch sagen, wenn du ein Tor machst? Und so? Ich halte schon die Klappe, Männer. Bap, dap. Der Jubel ist einfach ansteckend. Und mit 2:0 geht's in die Halbzeit, Freunde. Aktuell ist Leni auf einem guten Weg, auch die zweite Challenge zu meistern. Wir springen in die zweiten 45 Minuten. Rotz und der Versuch... Oh, nee, okay, diesmal nicht. Zu Stein. Come on, come on. Jetzt kannst du den Ball in die Lücke spielen. Okay, nee, du schießt selber. Boah, muss man mit. Boah, und jetzt könnte es brenzlig werden, aber ohne Stall. Verhindert. Hier, dein Gegentor. Oh mein Gott. Solo. Oh, das ist ganz viel Raum, ganz viel Platz. Jetzt yes. Einfach nur ruhig bleiben. Jetzt... Wow. Oh, die Latte und der was? Ist nicht drin. Der ist schnell. Nicht drin. Was war denn das? Das war voll der Laser.
Oh, aber das ist bitter. Aber wurscht, auch mit dem Lattentreffer gewinnt Leni das Spiel souverän mit 2:0 und hat auch die zweite Challenge absolviert. Und jetzt wird es auch schon Zeit für die dritte Challenge und Leni schlüpft in die Trainerrolle, wird Trainer von einem Champions League Topclub und muss versuchen, die Champions League zu gewinnen. Und als Trainerin musst du natürlich auch adäquat gekleidet sein, Leni. Daher habe ich hier dir dein Sakko mitgebracht. Vielen lieben Dank. So, Freunde, ab jetzt bin ich breiter als Fabi, aber wie findet ihr mein Outfit? Schreibt's gern unten in die Kommentare. Du bist nicht breiter als ich, oder? Oh Mann. Und zur Auswahl für Leni stehen 8 Top-Teams. Die 8 Top-Teams aus das beste Team aus jeder Gruppe. Auf welches hättest du denn Bock, Leni? Auf Real Madrid. Oh, was ein Zufall. Das ist es auch. Das ist ein absoluter Banger, den du da trainieren darfst. Ich bin bereit, das Trainieren für mein erstes Spiel gegen Napoli. Und das gewinnen wir auch mit 1:0. Ja, kein schlechter Start als Trainerin, Leni, aber du bist trotzdem nur auf Platz 2 in der Tabelle hinter Braga. Die hast du jetzt im direkten Duell. Das wird noch. Siehst du, Fabian, Spiel 2 gegen Braga haben meine Jungs ebenfalls gewonnen. Ja. Jo. Und was ist dein Tipp jetzt an Spieltag 3 auswärts gegen Union Berlin? 3:0. Und nope. Die Antwort finden wir gleich. 1:1, das erste Mal Punkte liegen gelassen. Zufrieden? Nee, das geht gar nicht. Und deshalb habe ich der Mannschaft jetzt ordentlich die Leviten gelesen und jetzt müssen sie sich richtig reinhauen. Naja, mal gucken, vielleicht klappt es ja jetzt im Rückspiel gegen Union Berlin direkt. Antwort, yes, 2:1 Sieg. Und damit stehst du nach dem 4. Spieltag auf Platz 1 in der Tabelle, noch ohne Niederlage und schon 7 Punkte vor Braga. Du bist schon sicher in der K.O.-Phase. Ich weiß, und deshalb ist mir auch das Unentschieden gegen Napoli egal. Ja, ist verständlich. Und am letzten Spieltag hast du ja auch nochmal Braga geschlagen. Ich und meine Jungs haben also die Gruppe gewonnen. Und jetzt im Achtelfinale geht's gegen Manchester United. Junge. Das ist ein Brett. Aber ich bin mir sicher, im Hinspiel holen wir uns eine gute Ausgangsposition. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Wir haben verloren. Oh, das ist nicht gut, Leni. Jetzt ist schon Druck am Kessel. Du musst das Rückspiel gewinnen. Und das mache ich auch. Oder auch nicht. 1:3 gesamt ausgeschieden gegen Manchester United. Freunde, Real Madrid war für Leni vielleicht noch einen Ticken zu groß. Diese Challenge hat sie leider nicht geschafft. Sie muss aus Bestrafung jetzt einen Center-Shock essen. Und dann geht's weiter zur 4. und allerschwierigsten Challenge. Warte, naja. Sauer? Gib besser raus. Macht bekanntlich lustig. Denn in der Königsdisziplin darf sich Leni jetzt ihr Dreamteam in Ultimate Team zusammenbauen und dann damit in ein letztes Spiel gehen. Und sollte sie verlieren, erwarten sie auch hier ekelhafte Konsequenzen. Wir fangen mit dem Torwart an, let's go. Wen findest du dir? Du darfst jeden Spieler aus meinem Verein verwenden. Ich nehme Diogo Costa. Portugiesischer Torwart, Youngster, kommt ins Team. Wir machen mit dem Stürmer weiter. Stürmer? Oh, ja, ja, okay. Haaland. Erling Haaland. Gut, auf dem rechten Flügel geht's weiter. Rodman, Sané, Kirby, Marcus Llorente. Sané. Leroy Sané, 91 Tempo. Ist eine gute Wahl. Weiter mit dem linken Flügel. Wen haben wir da? Vini JR. Vini JR? Here we go. Offensives Mittelfeld. Dein Sturm ist schon ganz gut. Ich glaube, ich weiß, wen du hier nehmen könntest. Messi! Sie nimmt Messi. Natürlich nimmt sie Messi. Im Zentrum. Wen haben wir hier? Wir haben den Reis, wir haben den Brandt, wir haben... Ich nehme einfach Marcus Llorente, weil den kenne ich. Marcus Llorente, 84er Rating, ist keine schlechte Wahl. Oh, den kenne ich. Thiago? Ja. Dann nimm doch Thiago. Den nehme ich auch. Ja. Dann geht's noch zu den Außenverteidigern. Und erinnere dich dran, du musst so ein gutes Team wie möglich bauen. Du musst dein Spiel gewinnen, Mädchen. Ja, das mache ich doch nicht. Ja, ja. Ich sag's dir nur. Nicht? Sind die nicht gut bisher? Doch, ich weiß nur nicht, warum du einen 82er Torwart genommen hast, aber sonst ist alles okay. Okay, ich gucke mir das hier nochmal an mit sie dem Torwart. Sie sucht sich nochmal einen anderen Torwart, okay? Wir haben hier einen Oblak, wir ja, haben dann nehme ich jetzt einen 88er, ich habe ja keine Ahnung. Ja, let's go. Das ist schon mal nicht schlecht. Innenverteidiger, da kannst du jetzt aber nochmal richtig aus dem Vollen schöpfen. Hier, Irene Paredes, 88er Rating, Kompanie, Cavalli und Nesta. Digga, hier geht's ab. Ich nehme mal eine Frau, damit ich eine Frau... Ja, danke für die Erläuterung. Die liebe Irene ist im Team. Und der zweite Innenverteidiger, nimmst du da einen vielleicht von den Krachern hier? Nesta, Cavallo, Compagnie. Keine Ahnung. Ich nehme Cavallo. Nimmst du Cavallo? Gut, dann bleibt noch ein Spieler über, der Linksverteidiger. Und da, ja, da habe ich jetzt nicht so gute Spiele im Verein. Ich habe die Frau Jansen. Ja, die oder, nehme ich. Ja, okay. Dieses Team muss es für Leni jetzt also in einer Division Rivals Partie regeln. Und sie muss gewinnen, ansonsten gibt es eine Bestrafung. Aber dieses Mal nicht nur für Leni, sondern auch für mich, denn ich bin ihr Trainer. Und sollte sie nicht gewinnen, müssen wir beide ekligen Blauschimmelkäse essen. Das ist gar nicht geil. Das ist das erste Spiel von Leni in Division Rivals ever. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Mann, die gehen voll auf Angriff. Ja, klar, hier wird brutal geschwitzt. Cavallo, oh, das ist ganz, ganz schlimmer Fehler. Saar, der ist ganz frei durch, spielt rüber. Ja, und das ist schon so ein Schwitzertor. Und du bist 1-0 hinten. No, Gott! Aber du hast Messi und Haaland und Vini Junior, da muss noch was gehen. Oh, das war ein Fehlpass. Oh, und Benzema ist schon wieder frei durch. Lass ihn nicht zum Abschluss kommen. Gut, weg mit der Murmel, weg mit der Murmel.
Hallo, nicht im eigenen Strafraum. Oh je. 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 Oh mein Gott. Oh, und jetzt hast du den Elfmeter hergeschenkt. Mit dem rechten Stick wirfst du dich nur noch mal als Erinnerung. Nein, du musst nicht bleiben, sondern du musst einfach nur dann in die Richtung. Ja, okay. 0-2. Mann, erst die 10. Minute und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Verlieren hier. Und ich habe noch immer keinen Bock auf den Blauschimmelkäse. Vielleicht halte ich den hier einfach mal so hin, damit du den die ganze jetzt Zeit geh mal riechen musst. Dann kannst du vielleicht etwas Motivation rausschöpfen, dich hier mal richtig zu bemühen. Richtig bemühen. Richtig bemühen. Bemühen. Das macht mir Torwart. Bemühen. Oh mein Gott, bemühen. Immerhin hatte der Gegner jetzt schon ungefähr 5 Minuten nicht den Ball und dann kannst du auch kein Gegentor kassieren. Oh, Slapstick Fofana schon auf Felix. So, Felix, Felix, Felix. Felix, Felix, immer noch Felix, immer noch Felix, immer noch Felix, Felix, hallo. Oh, er macht das Tor nicht. Ach Gott. Aber ich will dich darauf hinweisen, du hast jetzt seit 15 Minuten kein Gegentor mehr bekommen. Da hast du in den ersten 15 schon 3 kassiert. This is fine. Fofana, Fofana, Benzema, Benzema, Obla, Katin. Wir müssen uns jetzt mal kleine Ziele setzen. Zuerst mal brauchst du, glaube ich, einfach einen Torschuss. Puh, und wenn es so weitergeht, könnten wir dich bald schon bei Schalke als Profispielerin anmelden. Ja. Und dann bin ich einfach mal richtig eskaliert und habe für 30 Meter geschossen und sogar die Latte getroffen. Aber halt kein Tor geschossen und im Konter auch noch das 0-4 kassiert. Aber der zweite Durchgang könnte jetzt besser starten. Vini Junior, du musst abspielen. Pass in die Mitte zu Lorente und der zieht nochmal ab. Nächste Chance, jetzt wird's heiß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt hast du das größte Kacktor aller Zeiten kassiert. Und dann auch noch das 6-0. Ich hab gar keinen Bock mehr. Und wisst ihr was, Freunde, bei 6-0, ich glaube, wir haben uns schon beide abgefunden. Wir müssen den Käse hier essen. Es erfüllt mich nicht mit Freude. Ach Mann. Warum hält mein Torwart aber auch nichts? 7-0 mit dem nächsten unmöglichen Tor. Was willst du da noch machen? So, Freunde, Abbruch. Ich habe jetzt mit 0-8 verloren. Es reicht. Wir machen einfach unsere Bestrafung. Ich beiß mal direkt rein. Ich könnte direkt schon kotzen. Digga. Es ist sowas von eklig, aber... Wenn euch dieses Video mit FC24 gefallen hat, wo Lini zum ersten Mal FC24 gespielt hat, wird euch auch das Video gefallen. Hier klicken, angucken. Wir sehen uns. Ciao.